Auf der internistischen Station kommt es zum Wiedersehen mit dem Empfänger eines Spenderherzens und dessen Ehefrau. Der 36-Jährige muss nach erfolgreicher Transplantation regelmäßig untersucht werden. Dr. Frank Peters ist der behandelnde Arzt. Hallo, hallo. Hallo Frank. Schön, Herr Otto Sie zu sehen. Ist schon da. Schön, Sie zu sehen. Ja, Frau Otto. Vorsicht. Sie kommen ja zur Kontrolle, ja? Genau. Schön, wie geht's Ihnen denn? Ja, alles super, blendend. Also, ja. Ja, zweites Leben auf jeden Fall. Sie sehen ja richtig gut aus, sind richtig, richtig aktiv, wie ich das sehe. Kann ich noch mal die Akte haben gerade? Ja. Regelmäßig im Sport. Ja. Ich kann auch für mich selber sprechen. Sie sind ja wie ausgewechselt. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wie neu geboren. Nach Organtransplantationen sind regelmäßige Untersuchungen notwendig, weil fremdes Gewebe in den Körper eingepflanzt worden ist. Und das kann zu Abstoßungsreaktionen führen. Und aus diesem Grunde sind auch notwendig starke Medikamente, die die Immunantwort verhindern sollen. Gleichzeitig können die erhebliche Nebenwirkungen auf den eigenen Organismus haben, zu Blutbildschäden, zu Knochenmarkschäden und so weiter führen. Wie sieht's denn aus? So, betreiben Sie Sport? Ja, klar. Also ich bin voll im Saft auf jeden Fall. Ja? Ja, sicher. Bewegen sich ordentlich. Ja, klar. Kann Ihre Frau auch bestätigen? Ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, rauchen. Machen Sie das mit dem Blut annehmen? Ja. Ach so, ich dachte, die Schwester kommt noch mal. Das überlesen vorbei. Sie, dass ich das mache. Glauben Sie mir. Vertrauen das kann Sie hier bei uns jeder. Okay. Ja. Okay. Ein bisschen hübsch sind Sie auch. Och, danke. Vor der lebensrettenden Transplantation war der Versicherungskaufmann zurückhaltend und sensibel. Nun ist er das absolute Gegenteil. Das bekommt vor allem seine Frau schmerzlich zu spüren. Oh, Sabel, jetzt hör mal auf, mich zu betüddeln, ey. Ich bin alt genug. Kann ich das Ding wieder auf den Finger abmachen? Oder? Können Sie für einen Moment abmachen. Ja, und dann können Sie die Jacke ausziehen. So. Am besten, wenn Sie das Hemd gleich ausziehen. Ja. Denn Sie werden gleich verkabelt. Ach so, deswegen brauchen wir das Hemd. Warte, ich nehme das mal wieder ab. Was auf Ihre Brille auf Sie den Arm dürfen. Aber jetzt Sie kannst du mir helfen, ey. Oh Mann. Ja. Wofür nehmen die eigentlich mit, ey? Ja, der Patient hat eigentlich einen sehr gesunden Eindruck gemacht. Auf mich wirkt er jetzt auch nicht verwirrt oder so. Der hat seine Frau dabei und dann flirtet er mit den Schwestern und schaut ihn hinterher. Das fand ich sonst seiner Frau gegenüber auch schon sehr respektlos. Und mir gegenüber wollte er auch schon versuchen, hat angefangen, so leicht mit mir zu flirten. Also ich finde das sehr daneben. Gibt's da was zu gucken? Ja. Gerade nicht, aber vielleicht dachte ich. Kannst du dich mal ein bisschen reißen? So, alles prima, bestens. So, ich guck mal noch mal den Monitor ein bisschen länger an. Also Rhythmusstörungen sind nicht da. Ja, also richtig super. Seit der Transplantation ist ein Jahr vergangen und der Arzt ist mit den bisherigen Untersuchungsergebnissen sehr zufrieden. Dass sich sein Patient allerdings wie ein selbstgefälliger Macho aufführt, ist auch Dr. Peters ein Rätsel. Und dann können Sie schon mal zur Angiografie gehen. Sie wissen ja, Sie kennen den Weg ja schon. Ich bringe ihn noch bis zum Aufzug. Untergeschoss, ja, wissen Sie noch. Schon, ich sehe Sie dann anschließend wieder, besprechen wir die Ergebnisse. Ja. Kann Sie bleiben, ne? Ich schaffe das schon. Ich kann auch kurz mit Ihnen tragen. Ja, gut, aber bleibt hier. Ich glaube, wir unterhalten uns auch noch mal hier. Nehmen Sie doch Ihre Frau mit, ist ja unglaublich. Ja. Komm mal gleich wieder. Ja, total leid, wie gesagt. Also eigentlich. Herr Otto, Sie gehen einfach mal weiter, also, bitte. Mir ist aufgefallen, dass er so ein bisschen anders geworden ist. Was? Ehrlich gesagt nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach, Frau Otto, was ist denn? Ist da eigentlich Grund, sich zu freuen? Was ist los? Ich freue mich auch und ich bin auch dankbar für alles. Aber er ist einfach ein anderer Mensch. Er ist nicht mehr der Mann, den ich geheiratet habe. Was meinen Sie denn jetzt genau? Sagen Sie mal, bleiben Sie mal konkret. Was ist anders an Ihrem Mann? Vorher war er total liebevoll und ja, wir haben alles gemeinsam gemacht und jetzt, ich bin einfach niemand für ihn. Er ist. Ach, meinen Sie die Szenen jetzt hier gerade, dass er sich hier aufhört wie eine läufige Hündin oder was? Er ist halt die ganze Zeit so, seit dieser Transplantation ist er immer, die ganze Zeit. Frau Otto stellte bei ihrem Mann eine Wesensveränderung nach der Herztransplantation fest. Er war nicht mehr der liebevolle Ehemann, er war eher auf andere Frauen fixiert. Ob da ein Zusammenhang mit der Herztransplantation bestand, konnte bisher nicht geklärt werden. Also wir wissen, dass nach solchen Organtransplantationen
sich die Leute auch verändern können. Aber es ist meistens zum Positiven. Die kriegen einen Energieschub, die haben wieder Tatendrang. Die haben sich aus ihrer Depression, die durch die Krankheit, das Raume liegen, das lange rumliegen und auch die Medikamenteneimer, haben die sich eigentlich dann erholt. Und dann beginnt ein neues Leben. Ja, also Tatendrang ist eine Sache, glaube ich. Aber jede Frau anzubaggern, die bei drei nicht auf dem Baum ist, das ist ja verletzend. Das ist eine Katastrophe. In einigen Studien wird gesagt, dass 6% aller Transplantationspatienten Persönlichkeitsveränderungen aufweisen. Dies ist medizinisch nicht erklärbar, ist auch nicht durch Medikamente bedingt, sodass von einigen Leuten gemeint wird, dass eine Persönlichkeitsübertragung durch das Gewebe stattfindet. Frau Otto wird aber jetzt auf ihren Mann warten. Unterdessen trifft der Internist eine junge Frau wieder, der er kürzlich eine Zyste auf der Wange entfernt hat. Nun hat die eigentlich eher unauffällige Studentin ein ernstes Problem. Was sind Sie so schick heute? Ja, ich habe eigentlich eine Verabredung. Ich kenne Sie gar nicht wieder, sonst so Jeans und ganz locker. Ja, und jetzt? Ich wollte mich heute mal schick machen. Ach. Ich habe heute ein Date und habe da mal ein bisschen Schminke drauf gemacht. Schön, ein wirklich freudiges Ereignis für Sie. Ja, aber das sieht ja nun gar nicht gut aus. Kann ich mal so einen Tupfer haben? Ein bisschen mit Kochsalz müssen wir ein bisschen sauber machen. Das auch ganz schnell sieht nicht gut aus. Jetzt noch mal so ein bisschen drauf, dann habe ich ein bisschen, will mir doch ein bisschen mal genauer anschauen. Wenn Sie mal die Haare ein bisschen nach hinten streifen, ja, auf der rechten Seite, dann sehe ich das besser. Vorsichtig, den Ohrring ein bisschen nach hinten. So. Aua. Ah, es tut aber weh. Frau Moll kam zu uns, weil sie über Schmerzen im Bereich der Wange klagte, wo wir vor einigen Tagen ein Atherom entfernt hatten. Da ist ja auch ein bisschen Eiter drin, ne? Das ist ja wirklich übel. Tut das weh, wenn ich drauf drücke? Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Ja, also da kann man jetzt nicht viel machen. Also da werden Sie auch für Ihr Date nichts mehr ändern können. Kann ich irgendwas drüber machen? So, wir können das abdecken. Ein Pflaster können Sie drüber kriegen. Ich kann doch nicht mit dem Pflaster da zum Date gehen. Ja. Aber über Schmink geht's auch nicht, ja? Sollte schon sauber bleiben. Sie sind doch eigentlich ein ganz anderer Typ. So wie ich Sie kenne, sind Sie ein ganz anderer Typ. Was wollen Sie denn damit bewirken? Man muss sich ja mal herausputzen, alles rausholen. Ja, aber nicht alle Männer stehen auf sowas. Die wollen wirklich authentische Frauen, die wirklich ehrlich sind. Aber da ist viel Eiter drin. Also das ist, das sollten Sie noch mal gut überlegen. Natürlich ist es nicht meine Aufgabe, anderen Menschen oder Patienten Lebenstipps zu geben. Allerdings kannte ich Frau Moll. Sie machte mir doch einen sehr authentischen Eindruck, wie ich sie kennenlernte. Sie war völlig verändert, versuchte ein anderes Bild von sich darzustellen. Und es ist wohl besser, wenn man einfach seine Person, wie man selber ist, so darstellt. Was für Make-up benutzen Sie denn? Ja, ich habe hier das hier immer. Und den Schwamm benutze ich halt auch immer. Aber der ist schon was älter, ne? Ja, ich glaube schon. Oh, der sieht... Also, ich weiß gar nicht, wann ich den gekauft habe. Den müsstest du eigentlich wegschmeißen. Solche Dinge sind auch nicht ewig haltbar. Ja, ich weiß, aber die sind nicht ewig haltbar. Also okay. Das ist, ja, da haben sich, Wunde, ne? Da haben sich jetzt aber richtig die Bakterien reingeholt. Ja? Also das wird so schnell nicht weggehen. Okay. Das ist bitter. Dann deswegen. Ich dem jetzt einfach, dass ich später komme. Ich hole jetzt meine Turnschuhe und dann. Also, ja, ich denke, wünsche Ihnen da fühlen Sie sich auch wohler mit, oder? Okay. Bei Frau Moll war zunächst eine sehr saubere Operationswunde vorhanden, die genäht wurde. Im weiteren Verlauf hat es sich allerdings infiziert. Wir haben alle meist nur Angst vor Toiletten, vor Verunreinigungen im Sanitärbereich. Allerdings ist es sehr häufig, dass sich diese Bakterien in Schwämmen aufhalten. Schwämmen im Haushalt, aber auch Schwämmen in Kosmetikartikeln. Mittlerweile sind auch der Transplantationspatient und seine Frau aus der Radiologie zurück. Dass nur Sekunden später die Situation in dem Untersuchungsraum eskaliert, ahnt in diesem Moment noch niemand. Herr Doktor, ich gebe noch mal gerade. Sehr schön. Kannst du bitte die Dinge Herr Otto? Was soll das? Ja, Herr Otto, Ihre Kräfte. Das ist ein Krankenhaus. Sie haben ja schon überschüssige Kräfte, das ist schon. Also da kriegen Sie ein Hausverbot, wenn Sie das noch mal machen. Ich bin seit 42 Jahren als Arzt tätig, aber sowas in dieser krassen Form ist mir noch nicht unterlaufen. Dass Herr Otto seine Frau in dieser Form demütigt
und außerdem noch sexuelle Übergriffe in Form von dem Klaps auf den Po gibt, das geht zu weit. Ich kann das nicht mehr, echt. Ich kann das nicht mehr. Geht gar nicht. Ich will das nicht mehr. Nein, ich habe die ganze Zeit alles ertragen. Ich habe jeden Schritt bin ich mit dir gegangen. Ich habe alles mitgemacht, aber das ist zu viel. Ich kann nicht, es tut mir leid. Was ist hier los? Was ist los? Herr Otto, was ist? Herr Otto? Was ist los? Können Sie mich mal, können Sie mich mal angucken? Ja. Was ist los mit dir, Schatz? Was ist los? Was ist los mit meinem Mann? Können Sie es mal kurz halten, bitte? Alles in Ordnung. So, nehmen Sie mal kurz die Brille ab. Herr Otto, schauen Sie mich bitte mal an, wie Herr Otto plötzlich lallte und auch noch über Kraftlosigkeit im linken Arm klagte, war eine bedrohliche Situation mit dem Verdacht auf einen Schlaganfall eingetreten. Das sieht gar nicht gut aus. Infusion dran. Es könnte ein Schlaganfall sein. Schlaganfall? Wir müssen, machst du die Infusion wir müssen, bitte? Wir müssen ihn direkt hier in unser Stroke-Unit verlegen. Bei einem Schlaganfall liegt grundsätzlich ein akuter Sauerstoffmangel im Gehirn vor. Und bei dem akuten Sauerstoffmangel zählt jede Sekunde. In jeder Sekunde kann Hirngewebe untergehen. Und deswegen müssen schnellste Maßnahmen zur Stabilisierung herbeigeführt werden. Obwohl sich ihr Mann seit der Transplantation zu einem wahren Ekel entwickelt hat, wacht seine Frau seit der OP an seinem Krankenbett. Drei Tage später hat der Versicherungskaufmann die Intensivstation bereits verlassen. Und zwar haben wir hier ein minder durchblutetes Areal gefunden. In dem Bereich, da ist eine intrakranielle Stenose, ist eine Verengung eines Gefäßes im Gehirn. Und dieser Hirnbezirk, der ist sauerstoffminder versorgt worden. Und das ist auch das Zentrum, wo die Impulse, die Aggression, diese emotionalen Veränderungen möglicherweise mitgesteuert werden. Und es hat sich dann ein bisschen ausgedehnt und dadurch ist die Lähmung zustande gekommen. Wir konnten das zum Glück mit dem Ballon ganz schnell beheben. Es ist also jetzt wieder viel Sauerstoff in das Gebiet reingekommen. Die Gehirnzellen haben sich vermutlich schon gut erholt. Ich werde ihn jetzt gleich noch mal untersuchen. Der plötzliche Schlaganfall bei Herrn Otto war in keiner Weise mit der Herztransplantation in Verbindung zu bringen. Es war rein zufällig aufgetreten, dass diese Verengung sich bemerkbar machte im Gehirn und konnte ja auch zum Glück behoben werden. Ja, so allmählich werden sie wach. Herr Otto, hallo, guten Tag. Ich habe erstmal gute Nachricht. Wir haben ihn. Ich bin im Himmel, ja? Wir haben ihn. Wir haben. Da mein Bett. Ja, oh. Oh, es ist aber charmant. Ja, ist aber, ja, was ist denn ist los? Der Alte, hm? Ja. Tja. Frau Otto. Och, also, was ist los mit Ihnen? Das ist ja. Sie kennen ihn wieder. Ja. Die Wesensveränderung von Herrn Otto konnten wir uns nach dem angiografischen Befund relativ leicht erklären. Aufgrund einer Verengung eines wichtigen Gefäßes wurde ein Bereich, der unsere Emotionen, unsere Triebe steuert, wesentlich beeinträchtigt. Und damit war eigentlich diese Wesensveränderung hinreichend erklärt. Also so wie es aussieht, sind Sie wirklich mit dem blauen Auge weggekommen. Hallo. Hallo. Ich glaube, Herr Otto, und, mein Mann würde ihn gerne noch besuchen. Schwester, ich wollte mich auf jeden Fall bei Ihnen entschuldigen. Das war nicht ich. Also das ist überhaupt nicht meine Art. So, ich weiß nicht, ob Sie mir das verzeihen können. Das geht gar nicht, sowas. Und es gibt eigentlich auch keine Entschuldigung für so ein Verhalten. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich hoffe, das ist offenbar auch ein bisschen organisch verursacht gewesen. Also insofern kann man das strafrechtlich jetzt mal völlig unbedenklich sehen. Mhm. Wir konnten das beheben. Es ist gelungen. Und man sieht ja auch schon, die Reaktion hat es ja schon bewiesen. Also eigentlich. Okay, ich kann es verstehen jetzt. Blumenstrauß reiche ich nach. Ja, also das tut mir wirklich leid. Der 36-Jährige hat den Schlaganfall ohne Spätfolgen überstanden und ist überglücklich, dass seine Frau trotz allem immer zu ihm gestanden hat. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.